Diese Frage stammt von Wasimi. Wenn man eine tiefe Sehnsucht nach dem Nichts hat und man alle Sadhanas macht und in jeder Phase leerer wird, aber die Erfahrung immer noch nicht geschehen ist, was soll man tun, Sadhguru? Leere kommt nicht in Raten. Weil Leere bedeutet das, was nicht ist. Der Grund für Leere ist, weil Fülle, so etwas gibt es nicht, es ist nur ein Wort. Wenn du es wirklich betrachtest, sagen wir, ich werde $1 Milliarde in deine Tasche stecken. Nein, ich habe keine solche Pläne. Ich sammle gerade Geld, okay? Okay. Angenommen, nur um dich anzuregen, werde ich $1 Milliarde in deine Tasche stecken. Es fühlt sich für einen Tag sehr voll an. Aber dann siehst du sie mit $10 Milliarden spazieren gehen. Ja? Hast du die? Dann fühlt sich deine Tasche plötzlich mit $1 Milliarde leer an. Dann sagen wir werden dir noch 9 weitere geben. Du hast $10 Milliarden. Dann läuft er mit $100 Milliarden. Plötzlich fühlt es sich wieder leer an. Deine Tasche kann also nie voll sein, egal wie viel wir hineintun. Lass uns deinen Kopf nehmen. Als du deine erste Klasse bestanden hast, hast du dich gefühlt wie, was gibt es mehr, was gibt es auf dieser Welt mehr zu wissen? Weißt du? Dann haben sie dir gesagt, dass es eine verdammte zweite Klasse gibt. Und du hast das durchlaufen. Dann haben sie dir gesagt, die 10. Klasse ist die staatliche Prüfung. Das ist es, wenn du die machst. Deine Eltern sagten dir immer wieder, das ist der Schlüsselaspekt deines Lebens. Die 10. Klasse ist sehr entscheidend. Du hast es geglaubt. Und du hast deine 10. Klasse abgeschlossen und du fühlst dich mit geschwollener Brust und du dachtest, du weißt es wirklich. Dann am nächsten Tag begannen sie dich zu belästigen. Welche Hochschule wirst du besuchen? Was für eine Hochschule? Ich dachte, ich habe die Nummer 10 erreicht, die perfekte Zahl. Perfect number. Champion number. Champion number, aber nicht genug. So ist es an jedem Punkt. Daher, wie viel wir auch immer in deinen Kopf stecken, dein Kopf wird nie voll werden. Nun, anfangs hast du dich nur in eine einzige Person verliebt. Dann, wenn du dich in eine Person verliebst, weißt du, produziert sie eine oder zwei oder drei. Dann hast du dich in sie alle verliebt. Aber dann produzieren sie einfach Enkelkinder. Die hast du auch geliebt, eigentlich mehr als diesen hier. Dein Herz kann also auch nicht voll werden. Du gehst in verstopften Raten, das ist etwas anderes. Wenn du dich in alles im Universum verliebst, ist es immer noch nicht voll. Es ist immer noch fähig, mehr aufzunehmen. Deine Tasche kann also nicht voll werden. Dein Kopf kann nicht voll werden. Dein Herz kann nicht voll werden. Fülle ist also eine Illusion, der du nachjagst. So etwas gibt es nicht. Aber Leere ist möglich. Was leer ist, ist niemals teilweise leer. Fülle ist immer nur teilweise. Leere ist immer absolut. Wenn etwas leer ist, ist es absolut leer. Man macht das also nicht in Raten. Wenn du versuchst, es in Raten zu tun, dann wirst du... Du wirst die Leere nie einfangen, weil man Leere nicht einfangen kann. This happened one day. A lady. Dies geschah eines Tages. Eine Frau hatte eine Nachbarin, eine andere Frau aus der Nachbarschaft, die ungefähr in ihrem Alter war. Another lady from the neighborhood who is also about her same age. Both of them have children. Beide haben Kinder. So of course she wanted to. Natürlich wollte sie also, du weißt schon, ein bisschen angeben. Sie sagte, wir haben ein paar Liter Olivenöl gekauft und wir haben unser Baby in diesem Olivenöl gebadet. Dann fragte die andere Frau wirklich, das war sicherlich sehr teuer, aber seine Hautbeschaffenheit hat sich bestimmt deutlich verändert.
Dann kam der Mann des Hauses heraus und sagte, das weiß ich nicht, wir haben ihn bis jetzt nicht fangen können. Versuche also Leere nicht einzufangen. Man kann Leere nicht einfangen. Sie ist nirgendwo. Aber sie ist absolut. Also was soll ich tun? Wie leere ich mich selbst? Verstehe das. Wenn ich einen Eimer nehme, kann ich ihn leeren, indem ich einen Becher nach dem anderen ausschütte. Wenn ich einen Brunnen nehme, kann ich, du weißt schon, Eimer um Eimer um Eimer nehmen und ihn leeren. Nun, das ist nicht die Art, wie es passiert. Du wirst nicht leer, weil du nichts hast. Du wirst leer, weil du nicht besessen wirst. Du wirst nicht von den Dingen besessen, die du trägst. Momentan wirst du besessen. Dein Geld, dein Zuhause, deine Beziehungen, dein Gott, deine Religion, deine Philosophien, deine Liebesbeziehungen, alles und jedes. Alles besitzt dich. Wenn du nicht besessen wirst, bist du leer. Das ist also der Sinn des Sitzens mit geschlossenen Augen. Nicht zu jemandem zu beten, nicht einen Gott anzurufen, nicht irgendetwas, einfach abschotten. Lockdown. Das ist, ihr wisst schon, überall auf der Welt initiieren euch die Regierungen jetzt in einen spirituellen Prozess, sodass ihr nicht von dem besessen werdet, was um euch herum ist. Ihr seid einfach ganz für euch selbst. Aber natürlich verhalten sich viele von euch so, als ob sie besessen wären. Wenn du nicht mehr besessen wirst, bist du leer. Andernfalls machst du weiter und weiter und weiter. Ich will damit sagen, du schaust in die falsche Richtung. Du schaust auf ein paar Kleinigkeiten, die du in deinem Leben angesammelt hast. Ja, das ist alles, was du angesammelt hast. Und denkst, wenn ich eines weglasse, werde ich leer. Okay, wenn ich noch eines weglasse, werde ich leer. Die Leute gehen nach Kashi. Es ist eine Tradition, dass man in alten Zeiten sagte, wenn du nach Kashi gehst, musst du dich von allem entledigen, da ist nichts mehr. Jeden Tag siehst du dort Hunderte von Leichen brennen. Du sitzt dort ein paar Tage oder ein paar Monate. Wenn du zurückkommst, bist du von allem entledigt. Du bist mit nichts mehr verstrickt. Dann haben die Leute etwas mehr daraus gemacht. Du musst etwas Geld zurücklassen und kommen. Du musst etwas anderes zurücklassen und kommen. Heutzutage lassen sie nur Pavakai zurück und kommen. Den Bitterkürbis, den sie sowieso nicht gegessen hätten. Also lassen sie den zurück und kommen. Du musst etwas zurücklassen und kommen. Also habe ich den Bitterkürbis dort gelassen, weil ich ihn sowieso nicht mag. Das ist nicht die Art, etwas zurückzulassen, denn du visierst das falsche Ziel an. Selbst wenn du es triffst, wird es nicht verschwinden. Dies geschah eines Tages, als Shankaran Pillai frisch verheiratet war. Er legte also Wert darauf, dass er auf dem Rückweg von seinem Büro immer an einem Restaurant anhielt und sicherstellte, dass er einigermaßen gut gegessen hatte und dann nach Hause kam. Weil das zu Hause immer noch ein Experiment war. Er kam also nach Hause und seine Frau war, sobald er nach Hause kam, öffnete sie die Tür, sie umarmte ihn und weinte bitterlich. Er fragte, was ist passiert? Sie sagte, nur für dich habe ich so viel durchgemacht. Seit dem Morgen habe ich Online-Anweisungen eines Kochs, Lehres erhalten. Und ich habe Chicken Biryani für dich gemacht. Ich glaube, es ist gut geworden. Aber der Hund, unser Hund hat es aufgefressen. Ich bin nur unter die Dusche gegangen. Als ich herauskam, hatte unser Hund es aufgefressen. Shankaran Pillai sagte, das ist okay, weine nicht, ich werde dir einen neuen Hund kaufen. So, what's her name? Wie heißt sie denn? Vasini. Wenn du leer werden willst, ist es notwendig, dich von allem zu entledigen. Es gibt Methoden dafür, wie man es macht. Versuche nicht, eine Sache nach der anderen zu leeren. Das wird dauern.
Selbst wenn du es 1 Million Jahre lang machst, wirst du immer etwas Neues finden, denn wie du es ansammelst, weißt du nie. Du kannst dies loswerden, du kannst das loswerden. Aber du fährst fort, andere Dinge anzusammeln. Also geh nicht auf diesem Weg. Es gibt entsprechende Methoden. Du solltest in etwas initiiert werden, das funktionieren wird.